Da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Ravenhearst 4. Schlüssel zu Ravenhearst. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Denn, ja, jetzt habe ich den und was muss ich hier tun? Finde alle Paare. Achtung, Schwindelgefahr. Leuchtturm, Schiff. Teddybär, Herz. Gasmaske, 13, Rabe. Auge. Schiff war hier irgendwo. It's futile, Pistole. you see. Mann, Auge, Herz. Da. Nee, hier. Nein. Ah, wo ist der Mann? Da. Den Hund hatten wir hier irgendwo. Ist das überhaupt ein Hund? Ich denke schon. Ja, ich gebe mir gerade ehrlich gesagt nicht wirklich die Mühe, mir irgendwas zu merken. Geht ja auch so. Ah ja, 50-50 Chance und da falsch. Na gut, nicht ganz 50-50. So, was ist das jetzt? Can you reach the lower levels? Do you dare to know how deep my design goes? Come, I'll be waiting for you in the flesh. Wer weiß, was sich in den unteren Ebenen verbirgt. Ich habe keine andere Wahl, als es herauszufinden. Ewiger Sand fließt durch die Sanduhr des Todes. Jedes Korn zählt deine Atemzüge. Wir sind nur Marionetten in den Händen des Vorboten. Wie kann ein Sterblicher vom Schicksal abweichen? Wie dem Tod entkommen? Versuche, in die toten Augen zu blicken, bis der Strom stoppt und der Tod zerstört ist. Bis du selbst der Vorbote bist. Okay, cool. Naja, cool ist relativ, ne? Es gibt nur drei Hebel. Wie schwer kann das sein? Endlich! Egal, welche Horrorszenen sich Alistair ausgedacht hat, ich muss mich ihnen stellen. Oh, wir haben hier einen Liftboy-Roboter, ne? Die Steuerung für den Fahrstuhl ist mit dem Roboter verbunden, aber ohne Code kann ich nichts ausrichten. Typisch. Wenn die Zwillinge sich nicht in meinen Weg stellen, dann das Universum. Der Lautsprecher ist kaputt. Ach, stimmt. Wir hatten ja noch diesen alten Lautsprecher im Panikraum. Den konnten wir nicht rausschneiden, weil wir keine Schere hatten. Jetzt haben wir aber eine. Okay. Emergency message. The soul collector is operational. Access is restricted to authorized personnel only. To access the complex, answer the following security question. Okay. We two are united by blood. One
dwells within the darkness. From six, we trace the lineage. Four will live. Four are under dark wings. Die Maschine, die Benedikt erwähnte, ist bereits funktionsfähig. Die Dalimas scheinen ihre Pläne zu beschleunigen. Emergency message. Ja, und was mache ich jetzt? 21644. Okay. Ich dachte, da ist jetzt irgendein Rätsel hinter. Okay. War es nicht. Behälterlagerraum. WTF. Da ist der Rabe. Oh nein, ich bin zu spät. Ein weiteres unschuldiges Leben wurde genommen. Ein weiteres Verbrechen zu Schulden der Dalimas. Er sieht fast friedlich aus. Zumindest sein mentaler Streit ist nun zu Ende. Ich bin so weit gekommen, ohne unnötige Risiken einzugehen. Das sollte ich ausschalten. Sammelbehälter. Behälter 1 bis 100 fast vollständig. Ein Körper fehlt. Behälter 101 bis 200 vorbereitet. Fertig. Behälter 201 bis 300 und 301 bis 400 vorbereitet. Fast fertig. Vorbereitet. Fertig. Behälter 401 bis 442 für Fettumzählung bereit. Beachtenswerte Seelen. Behälter 6, Frank Lester. Behälter 9, Lena Cordwell. Behälter 42, John R. A. Yeller. Behälter 64, Agent Barker. Behälter 99, Benedict Cordwell. Behälter 100 für den Detective vorbereitet. Kein Wunder, dass Alistair nicht wollte, dass sie mir wehtun. Hier ist ein Behälter mit meinem Namen drauf. Ja, das klingt doch gut. So, ich brauche nochmal einen Stift, damit wir diesen Code hier aufschreiben können. Um diesen Code zu entschlüsseln, muss ich die flackernden Behälter markieren. Aha. Ja, ich möchte den Code aber trotzdem gerne aufschreiben, aber irgendwie ist meine Zettelbox gerade weg. Ah, nee, doch nicht. Doch nicht. So. Ich schreibe das mal eben ab. Das ist Y... So kann ich das nicht lesen. Okay. Ich schätze, nichts ist für einen Massenmörder so beruhigend wie eine Partie Solitär. Schmiede. Yeah, whatever. Versagen die Behälter gerade? Versucht jemand mir eine Nachricht zu schicken. Keine Ahnung, ich kann da jetzt auch gerade nichts mitmachen. Klippenterrasse. Eine Sirenenstatue. Das ergibt Sinn, wenn man bedenkt, wie viele Schiffe hier verunglückt sind. Das Problem lässt sich einfach auflösen. Ja, wahrscheinlich mit Säure oder sowas. Hier ist der Rabe. Ich habe jetzt 24 von 34. Ich gehe davon aus, die letzten 10 finden wir im Bonuskapitel. Würde Sinn ergeben, oder? Oh, hier können wir wimmeln. Okay, wir brauchen Schildkröte, Taschenlampe. Was ist das denn?
Ach, der landet oben drauf. Ich dachte, der landet unten drunter. Ja, oben drauf ergibt auch mehr Sinn. Egal, machen wir erstmal den Rest. So, Handschuhe. Da oben pocht ein Herz, schön. Nicht wundern, ich trinke nebenbei Kaffee. So, jetzt haben wir einen Knochen. Schildkröte und Taschenlampe immer noch. Keine Ahnung. Kratzer, Schloss und Nägel. Kratzer finde ich schwierig, weil hier irgendwie überall Kratzer sind. Oder meinen die einen Eiskratzer? Messer. Besen. Schutzbrille, Streichhölzer. So viel nur noch die Kratzer, für das andere werde ich hier dieses Rätsel lösen müssen. Ah, es ist doch ein Eiskratzer genannt. Ich dachte einfach so ein... Na egal. Noch einer? Jawohl. Nein. Ah, verloren. Naja. So, und wir haben die Säure. Damit lösen wir jetzt das Skelett auf. Ich hoffe, ich kann jetzt alles hier in einem Rutsch durchspielen. Schwert. Versprechen kann ich es euch aber nicht. Was ist das? Silikonkleber. Die Dalimas können sich später wegen Vandalismus beklagen. Ja, weil meine Festplatte relativ schnell voll geht bei diesen Aufnahmen. Da tropft es rot runter. Solche straffen Sicherheitsvorkehrungen auf der letzten Ebene muss es wirklich etwas Wichtiges geben. Jetzt sind wir wieder hier. Genau, das Ebene 2. Okay. Ich denke, man muss die Zahlen zusammensetzen. Also die Symbole, die übereinander sind, und dann ergeben die Zahlen. Okay, tun sie irgendwie doch nicht. Weiß ich gerade nicht so genau, wie das zu funktionieren hat.
Okay, Moment, die flackernden Behälter. Das ist der erste, der dritte und unten der zweite, der dritte und der letzte. Womit mache ich das? Ich habe keinen Stift oder sowas. Das wäre der hier, B. Auf, zu, D. Ja, aber womit markiere ich die denn zum Teufel? Ach, hier in der Mitte können wir auch noch was machen. Eigentlich ein Wunder, dass die Zwillinge mit diesen kaputten Geräten irgendwas erreicht haben. Der Knopf ist zu weit unten, aber kein Metall kann Naturkräften widerstehen. Kaputte Steuerung. Durch böse Gedanken wird sich die Plattform nicht abheben. Ich muss sie durch eine funktionierende Steuereinheit ersetzen. Der Ausmaß des Tunnels ist beängstigend. Wie viele Behälter, wie viele Menschen? Ich kann das Rohr so lange krümmen, wie ich will, aber es wird immer wieder gewinnen. Aha. Ohne die Linse ist nur ein Metallring mit einem Stock. Nicht wirklich interessant. Endlich! Ich dachte schon, ich sei in einer Sauna. Der einzige Weg über die Plattform ist über die reinen Zahnräder. Ich bin neugierig, aber nicht dämlich. Auch große Zahnräder haben eine Schwachstelle. Ich benötige nur ein stabiles Stück Metall. Dieser Mechanismus versorgt sicherlich diesen Sammler mit Strom, aber er ist zu groß, um ihn zu sabotieren. Ist hier irgendwo ein Rabe? Der hier so Karussell fährt? Nein. Wäre lustig. Zerrissene Leinwand. Das letzte Gewicht des Sets fehlt. Und ein Bleistift. Cool. Den nehmen wir jetzt mal eben, um die Sachen zu markieren. Dann mache ich auch schon wieder einen Schnitt, weil ich hatte gehofft, ich schaffe alles an einem Stück, aber schaffe ich halt doch nicht. Also, der. Der. Ja. Papiercode. Um Zugang zur Kammer der Wiederbelebung zu erlangen, kläre die Symbole ab und bestimme ihren Wert. Mit einem Geheimcode bewaffnet kannst du tiefer gelangen, aber sei bereit, in seinem Schatten zu stehen. Ohne die Chiffre bringt mich das nicht weiter. Ja, okay. Also, ja, bla. Ich mache hier einen Schnitt, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin.